Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Es ist Wochenende und ich spiele deswegen World of Tanks. Und ja, wie ihr seht, ich habe schon einen Panzer hier verkauft, dem französischen, habe ich ja schon gestern gesagt. Das ist der neue AL, war das, 45. Und ich werde jetzt die nächsten vier Runden spielen. Also sprich, ich würde den Chino spielen, werde dann den Cruiser und dann vielleicht die anderen beiden noch. Ich habe ja so einen Prozentkurs von 50% Siege. Deswegen, die beiden werde ich bestimmt spielen. Die beiden. Aber danach mal schauen. Viel Spaß. Und es geht los mit den Chino. Nur eine Flagge einnehmen. Ich bin ganz alleine hier rechts. Das heißt, oben rechts ist auch nur ein Panzer. Dann fahre ich also auch links runter. Bin schwer. Ich möchte nicht so alleine sein. Ich werde wahrscheinlich auch nicht viel Schaden machen werden tun. Erstmal richtig hinstellen hier. Das habe ich nicht gesehen, dass er nicht durchging. Nein! Mist! Zwei gegen zwei? Oh, war ja. Nein! Das
Scheiße. Naja, ich wollte den wenigstens auch zerstören. Als was ich gewonnen hätte, hätte ich sowieso nicht geglaubt. Aber. Egal. Gut, jetzt schauen wir mal an, was hier so abgeht. Verloren, leider. Aber wie stark war ich jetzt gewesen? Der zweitschlechteste war ich. Oh ne, ich war der schlechteste. 500. Ich glaube, da ist eine 34. 34, glaube ich, ist das. Naja, okay. Dann der schlechteste. Schnell weiter zur nächsten Runde. Viel Spaß. Vergessen, Play zu drücken. So, let's go. Wir sind jetzt auf dem Weg mit. Wir sind unterwegs, nicht auf dem Weg, unterwegs mit den Chinu immer noch. Den Japaner. Ich werde erstmal Richtung C fahren. Dann Richtung B und dann Richtung A. Kein Problem, wenn er nicht durchging. Mach doch den Motor aus. Ich habe mit den die Knarre von meinen ist zu schwach. Warum drücke ich mal auf den falschen Knopf? So, schauen wir mal. Das sieht sehr schlecht für mein Team aus. Ah. Und den kriegt er auch. Den kriegt er. Super. Super. Nimm das A ein. Wo kommen die? Skoda, das war der schwedische Panzer, ne? Einfach runterfallen. Ich denke zwar nicht, dass wir gewinnen, aber... Aber es ist doch immer schön zu sehen, wie andere spielen. Ah, war klar. Gut, dann schauen wir mal, wie die Bewertung ist. Bei mir bestimmt Schaden 0. Null Schaden. Aber ich habe doch geschossen. Ich habe dreimal getroffen. Das war das schlechteste Mal. Schnell weg. Weiter. Viel Spaß. Okay, und wir sind wieder mit den Chinu unterwegs. Das dritte Mal. Und diesmal hoffe ich, ich mache mal mehr Schaden als bei den anderen beiden Runden.
nicht, Shinu ist nicht so gut. Der macht einfach keinen Schaden. Ich habe Schaden gemacht. Das ist doch schön. Und. Ja. Munitionslager getroffen. Ja. Also ich bin diesmal nicht der Schlechteste. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Auch wenn wir nicht gewinnen sollten. What the fuck? Der ging nicht durch. Da hinten ist der. Also diesmal fand ich war nicht so schlecht für die anderen beiden Runden. Aber es wird jetzt wahrscheinlich kein Sieg sein für uns. Das wird nichts. Gut. Einsatz mit X, das war wohl nix. Also werden wir heute nur den Shinu sehen. Noch mal eine Runde Shinu spielen. Aber die muss ja jetzt gewinnen, oder? Stimmt. Oh, ist schon mal besser für mich. Trotzdem verloren. Der zweitbeste aus meinem Team. Insgesamt war ich der 5 Beste. Gut, dann geht's mal weiter. Nächste Runde. Viel Spaß. Okay, und die nächste und die letzte Runde mit den Shinu heute. Das war die vierte Runde, oder? Ich glaube schon. Ich hoffe, ich bin ihn bald los, den Shinu. Ich mag den nicht mehr. Ich habe getroffen.
Ey, du Sau. Kannst du nicht da einfach um die Ecke fallen und mich beschießen? Oh, dann fahren wir jetzt mal runter. Upsala. Halt woanders geschaut. Nein, ich wollte doch den anderen anvisieren. Ach. Nicht ein Sieg. Nicht ein Sieg. Nein. Chino, hoffentlich bin ich nicht bald los. Ich mag dich nicht mehr. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Erstmal nochmal schauen, wie die Bewertung ist. Ich war der drittbeste. Nicht schlecht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, der 8. Schlechter als die Hälfte. Gut, dann würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei den Server seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.